Marana, ihr Lieben, herzlich willkommen zu etwas ganz Großartigem, was wir heute machen werden. Denn der August hat eine sehr, sehr hohe Energie und große Energiewellen kommen. Und da besteht natürlich die Möglichkeit, dass wir, jeder von uns, eine bestimmte persönliche, mehrere persönliche Downloads bekommt aus seinem Wissen, aus den Erwachensenergien und alles, was das Universum so für uns ja vorbereitet hat. Ich lasse euch gerade noch mal das Bild hier anschauen. Guckt mal, das ist das, was ich meistens von meinem dritten Auge sehe, wenn ich mich also verbinde mit dem Universum und in die höheren Dimensionen eintauche. Und das ist sowas wie ein Durchgang, ja, innerhalb, also hier praktisch ist sowieso ein Durchgang und da werden wir nachher zusammen durchgehen. Ja, ich bin gespannt, wie das euch gefällt und was ihr alles dabei erleben werdet. Es ist im Moment ja so vieles im Umbruch. Man kann es nicht oft genug sagen oder wie soll ich denn sagen, es erreicht uns ständig in jeder Lebenslage dieser große Umbruch. Und was wäre denn, ich frage dich jetzt, was wäre denn, wenn du schon ab jetzt oder ab morgen dein Leben komplett verändern könntest? Ja, wenn du ganz großartige Hilfe aus dem Universum bekommen könntest, so wie das da hinten jetzt durch dieses Tor hindurch zu dir persönliche Downloads kommen aus deinen anderen Inkarnationen, wo du vielleicht ganz viel Wissen hattest, aus deinen Leben, die du schon gelebt hast und natürlich auch aus der Weisheit des Universums. Was wäre, wenn? Und dieses Was wäre, wenn, das werden wir jetzt zusammen ergründen, wie es ist, wenn wir uns anbinden. Denn die August-Energie, der August ist ja ganz bezeichnend mit seiner hohen Energie durch das Löwentor, was ja am 8.8. geöffnet wurde. Und jetzt steht uns diese Energie die ganze Zeit zur Verfügung. Deswegen möchte ich auch unbedingt mit euch da nochmal reingehen und vor allen Dingen durch dieses Tor nochmal hindurch. Denn es wird sich die Möglichkeit ergeben, interstellare Downloads zu bekommen. Das ist so etwas, wie wenn du auf dem Computer ein Video runterlädst oder ein PDF mit Wissen, so und zwar jetzt für dich persönlich, energetisch, in deine Seele wird es einfließen, in deinen Energiekörper wird es hineinfließen. Und gerade jetzt im August ist es die beste Gelegenheit, so etwas zu tun. Ich habe mich auch mit dem Galaktischen Rat verbunden. Ich habe mich mit den Aktuarianern, mit den Plejadern, mit den Syrianern. Ich habe mich wirklich mit allen wichtigen Wesen verbunden. Und diese Wesen halten jetzt, währenddessen wir nachher diese Meditation machen, die Energie. Die halten diese Energie so, dass wir so viel wie möglich jeder für sich persönlich aufnehmen kann. Und das ist so was Schönes, so was Wundervolles, weil du hast die Möglichkeit, dadurch zu wachsen. Einfach in deiner Persönlichkeit zu wachsen und dein Leben zu verbessern. Es werden also Energien zur Heilung übertragen werden, bestimmte Lichtcodes, die es dir ermöglichen, in den Aufstieg oder Aufstiegsenergien aufzunehmen und da noch tiefer in das Erwachen hineinzukommen. Und allein das ist so wundervoll. Diese Energien stehen allen Menschen zur Verfügung. Wenn man es weiß, kann man sich dafür öffnen. Das ist immer das Gleiche. Wenn man es nicht weiß, fließt es an einem vorbei und man hat es nicht mitbekommen. Deswegen ist es mir sehr wichtig, dass wir heute zusammen darüber sprechen und dann auch praktisch nutzen werden. Es ist einfach ein ganz tolles Werkzeug, eine tolle Möglichkeit, jetzt mal in der August-Energie, in diese Energie hineinzugehen. Ihr werdet jeder so sein ganz persönliches Erlebnis haben. Ich kann gar nicht genau sagen, wie es sein wird, denn es ist wirklich ganz persönlich und die Downloads, die Codes, die stehen zur Verfügung und
Wir sind natürlich in einem geschützten Raum, wenn wir dies tun, und wir werden dann speziell für jeden persönlich gerade das erhalten, was passend, richtig, wichtig und gut ist. Und das ist eine ganz große Sache, um überhaupt in dem Aufstieg, in der Übergangsphase gut voranzukommen, weil ihr wisst ja, ihr kennt ja die Probleme, die immer so wieder auftauchen. Und wenn das Außen verrückt spielt, findest du hier deine Kraft. Das ist das Wichtigste für mich, das ich euch heute schenken darf. Also eine ganz große Heilenergie wird zur Verfügung gestellt und persönliche Codes, die in dir eingebettet werden, wenn du die Erlaubnis dafür gibst, die dann dich, währenddessen du nach der Meditation weitermachst auf der Erde, sich öffnen werden, wo du dann durch diese Öffnung bestimmte Informationen auf einmal hast, bestimmtes Wissen hast, wo du vorher noch keinen Zugang hattest. Und all dies ist jetzt möglich. Es ist ein wundervolles, großes Tor, durch das wir gehen werden. Und guck da hinten das an, so ähnlich sieht es dann aus. Und vor allen Dingen diese Strömungen, die ihr seht, das ist das, das sind die Lichtsäulen, über welche aus dem Universum diese Downloads zur Verfügung gestellt werden. Diese Lichtsäulen, die findet man überall auf der Erde. Und zum spirituellen Treffen hatte eine Teilnehmerin so ein Foto machen dürfen. Da sieht man kerzengerade auf diesem Foto eine Lichtsäule. Es ist phänomenal. Und allein das sagt ja, das war ja am Löwentor, dieses Fest. Und allein das sagt, dass man begonnen hat, solche Lichtsäulen zu installieren und den Menschen es möglich macht, immer wieder neu dort hineinzugehen in die Lichtsäulen, um eben dann auch Informationen und Hilfe und Unterstützung zu bekommen. Also so ähnlich sieht es aus auf der Erde dann. Überall sind solche Lichtsäulen, werden die installiert und wir können die nutzen. Und vielleicht befindet sich ja sogar in deinem Garten eine. Schau doch einfach mal nach. Energetisch, wenn du sie jetzt nicht siehst, so wie bei der einen Teilnehmerin, wo man das wirklich so eine große Lichtsäule sah. Wenn du sie nicht siehst, dann fühlst du sie. Sie sind ganz sicher da. Das kann ich dir sagen. Das wurde mir auch gesagt und deswegen auch dieses Video. Und du wirst auch in der Meditation erfahren, dass dein Körper sich im Moment umstellt. Also die DNA wird ja sowieso schon länger umprogrammiert. Ich kritzel es gerade an der Nase. Und auch die Zellen, die Zellstrukturen, all das wird langsam umstrukturiert, sodass du immer mehr deinen Lichtkörper wahrnehmen kannst und dein Lichtkörper mehr an Kraft gewinnt. Es passt sich praktisch der Lichtkörper dem Körper an und der Körper dem Lichtkörper. Deswegen diese Umstrukturierung auch in den Zellkernen. Also da fließt einfach viel mehr Licht dann durch die Zellkerne hindurch. Und auch das wird jetzt dann übertragen werden. Also ganz tolle Aussichten, denn eine lichtdurchflutete Zelle, die strahlt Gesundheit und Heilung und Kraft aus. Sie strahlt Licht aus. Und je mehr wir von unseren Zellen so aktiviert haben, umso lichtvoller wird unser Handeln und unser Wirken. Und das ist ja genau das, was wir so gerne möchten. Also ich möchte es für mich auf jeden Fall. Und deswegen gehe ich auch sehr gerne und immer wieder durch diese Tore hindurch, wo dann dies geschehen kann. So, jetzt fangen wir dann gleich an. Ich sprühe mich noch mal ein hier ein bisschen, einfach um mich zu säubern. Das ist ganz wichtig, dass ich auch ganz rein jetzt als Kanal für euch wirke. Umso reiner mein Kanal ist, und der ist wirklich, der wird immer geputzt, umso mehr und umso klarer wird die Energie sein, werden die Lichtcodes sein, die kommen werden. Und das ist ja gerade jetzt die Hauptsache, ihr Lieben. Es gibt auch noch eine neue Ausbildung bei uns, das heißt Medium der neuen Zeit. Dort werden wir auch Energien
aus dem Universum natürlich mit diesen Energien arbeiten, mit den Energien aus der 10. und 11. Dimension, werden wir Werkzeuge erhalten für die neuen Medien. Das geht alles viel einfacher als früher. Und das ist auch mit solchen Downloads ist dieses Wissen dafür zu mir gekommen. Also eine ganz große Chance für jeden Einzelnen, sich dem Neuen zu öffnen. Wer mehr wissen möchte, schaut einfach unter das Video, denn dort habe ich den Link eingefügt. Und ich empfehle euch auch das Video von unserem Partnerkanal Smarana Balance anzuschauen. Dort geht es auch um intergalaktische Downloads. Vielleicht könnt ihr da auch noch mal zusätzlich euch einfach von diesen Energien beschenken lassen. Auch das findet ihr unten im Text unter dem Video. Ja, jetzt wünsche ich euch gleich ganz, ganz viel Freude und ein wundervolles Erlebnis mit diesen Energien. Geliebter Mensch, fühle dich ganz herzlich willkommen und fühle dich ganz herzlich eingeladen zu dieser geführten Reise in die Dimensionen, des höheren geistigen Wissens, der vollkommenen Liebe aus Gottes Gedankenfeldern. Und wenn du bereit bist, dich heute reichlich beschenken zu lassen, dann sprich jetzt bitte mit deiner inneren Stimme ein Ja aus. Denn in diesem Moment, wo du das Ja aussprichst, öffnet sich ein Feld der Liebe vor dir und lädt dich ein, einzutreten. Dieses Feld der Liebe trägt die Energie von Gott Vater. Und du spürst die Nähe Gottes. Und wenn du nun dir erlaubst, dich ganz tief fallen zu lassen in diese Energie, wird dich die Liebe Gottes tragen, währenddessen ich weiterspreche. Und so öffnet sich deine Seele, so öffnet sich dein Herz, währenddessen Gottes Liebe zu dir fließt. Und wenn du es erlaubst, wird Gott dich auf seinen Händen durch das große Portal tragen. Und genau an die Stelle bringen, wo die Downloads dir zur Verfügung stehen werden. So lass dich jetzt noch einmal viel tiefer fallen als vorher. Beginne dabei, das Licht von Gottes Liebe einzuatmen und spüre, wie du mit jedem Atemzug immer ruhiger wirst. Spüre, wie sich dein ganzer Körper entspannt und von Liebe getragen wird. So beginne nun, dieses Licht der Liebe einzuatmen
und dehne dich mit jedem Atemzug ein wenig mehr aus. Spüre, wie du dabei zu einer goldenen Sonne erstrahlst und wie dich diese goldene Sonne nun weiterbringt und weiterträgt. Gottes Hände führen dich durch das galaktische Tor deines persönlichen Wissens, deiner persönlichen Matrix. Und nun, wenn du bereit bist, und das wirst du in deinem Herzen fühlen, denn es öffnet sich nun ganz weit. Und wenn du jetzt bereit bist, beginnt dein persönlicher Download für dich jetzt. So werden für den einen Energien übertragen, welche deine DNA umstrukturieren. Und vielleicht für den anderen Energien übertragen, welche deine Zellkerne durchleuchten und mit Licht auffüllen. Dein persönlicher Lichtcode für Gesundheit und Heilung wird dir jetzt übertragen. Manche Menschen erkennen Symbole vor ihrem dritten Auge. Wenn dem so ist, dann zeichne dieses Symbol für dich auf. Denn es ist das Symbol deiner Heilung, deines persönlichen Lichtcodes. Und so nimm all die Geschenke an, denn es sind höchst wertvolle Geschenke aus dem Universum. Und so fließen jetzt weiterhin persönliche Geschenke zu dir. Sie heben dein Wissen an. Sie bringen dir altes Wissen zurück und sie öffnen Wissen aus dem Universum. Deine Fähigkeiten werden ausgedehnt und dein ganzer Lichtkörper wird in seiner Energie erhöht. Es ist wie ein großer Shift, der nun entsteht, dich anhebt und dein Bewusstsein auf eine neue Ebene bringt. Lass es ruhig geschehen, denn es geschieht voller Liebe und auch voller Kraft. Deine Persönlichkeit wird gestärkt. Deine Strahlkraft ausgedehnt. Dein Licht erhöht.
Interstellare Downloads werden jetzt zur Verfügung gestellt. Und es wird für jeden Einzelnen ein ganz persönliches Geschenk überbracht. So gebe ich dir ein wenig Zeit, all dies jetzt zu genießen und zu empfangen. Es ist so, wie wenn die Engel für dich singen, denn sie sind tatsächlich da. Sie sind an deiner Seite und beobachten, was geschieht. Auch sie wissen, dass dies alles wertvolle Geschenke und wichtige Energien für dich sind. Und so wurde alles übertragen, was für den Moment wichtig für dich ist. Die Codes und Downloads wurden in deiner Seele eingebettet, wo sie dir ab jetzt, ab heute zur Verfügung stehen. Es ist ein wundervolles Gefühl der Freude, welches sich nun auf deine Seele legt, wenn dich die Hände Gottes wieder zurückbringen in deine Dimension, an den Ort, wo du dich gerade befindest. Und dann komme in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder im Hier und Jetzt an. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Ich danke für die vielen wundervollen Energien und bin noch ganz verbunden. Ihr Lieben, so kann sich die Welt ändern, so wird sie sich ändern, mit Hilfe der geistigen Welt und deinem Licht. Und so tragen wir dieses Licht weiter hinaus in die Welt zu den Menschen, sodass alles besser werden wird. Ich danke dir für deine Zeit und dein Licht. Und mit einer Herzensumarmung und ganz vielen Küsschen sage ich jetzt auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Alles Liebe.